Ja, Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zurück hier auf meinem Kanal. Und gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten habe ich endlich wieder einmal eine gute Nachricht für euch. Wir schauen uns heute keinen Mod und keine Map an, sondern heute ist es wieder einmal Zeit für Gaming LS News und der ein oder andere wird es schon mitbekommen haben. Äh, die Rede ist schon lange davon, natürlich, dass der strohbergungs in den LS19 natürlich wieder kommt. Aber jetzt gibt es konkrete Zahlen und die Zahlen, die sind wirklich, wirklich sehr, sehr genial oder beziehungsweise sehr, sehr erfreulich, besser gesagt. Das strohbergungs wird am 7. April erscheinen. Das ist heute in zwei Wochen. Also heute haben wir ja Dienstag und auch am Dienstag, den 7. April wird das Ganze erscheinen. Das Ganze wird erscheinen wie im LS17, aber mit der kleinen Abänderung, dass das Ganze jetzt auch für Konsole verfügbar ist. Also für PC und Konsole und das Ganze, also jetzt kommt es noch, das Sahnehäubchen drauf wird kostenlos erscheinen. Also wir müssen für das Strohbergungs-Eden nichts mehr zahlen. Im LS17, glaube ich, hat es ja 12 oder 15 Euro gekostet oder so etwas um den Dreh. Aber dieses Mal ist das Ganze kostenlos und wird meines Erachtens wahrscheinlich sogar im Mod-Hub erscheinen, da es natürlich für die Konsole ist und ansonsten die Konsolenspieler sehr, sehr schwer rankommen werden. Also Details gibt es noch nichts, wie das Ganze erscheinen wird. Es wird auf jeden Fall am 7. April 2020 erscheinen. Da werde ich das Ganze natürlich dann auch noch genauer vorstellen, aber wir schauen uns da jetzt schon das Ganze ein bisschen an. Das Ganze ist wieder von Creative Mesh natürlich, die es im... LS17 schon gemacht haben, der strohbergungs -Adden. Natürlich hier sind auch noch Sachen drinnen äh, vom LS17, aber man sieht es schon für den Farming Simulator 17 und 19. Das Ganze wird gleich aufgebaut sein wie im 17, also es gibt die gleichen Funktionen wie im 17er, jetzt auch im 19er. Man sieht es schon für den 17er, natürlich war es nur für PC und Mac und jetzt natürlich im 19er ist das Ganze auch für die Konsole geeignet. Wir haben hier sogar schon einige Screenshots, Ingame-Screenshots. Man sieht hier diese Verarbeitungshalle natürlich, diese Bellet-Presse natürlich, die Premos 5000. Äh, ebenfalls hier wieder Billet abfüllanlage Ich glaube, es weiß jeder, um was es beim stroh -Edern geht. Äh, ganz kurz erklärt, es geht eben darum, dass man... Strohbellets bzw. Heubellets herstellen kann, das Ganze natürlich zum Einstreuen oder Füttern zu verwenden die Bellets, aber man kann sie auch in dieser Fabrikhalle abbacken lassen äh, und dann verkaufen bzw. natürlich auch lose das Ganze verkaufen, also wir haben äh, eine Verkaufsstelle mit am Start wieder natürlich, wo wir das Ganze dann loswerden können, äh, man sieht wir haben hier einen Hallenkran in der Halle mit drinnen, äh, hier am Feld wird schon gearbeitet, die Premos eben die, die Bellets herstellen also die kann man wirklich äh, am Feld über den Schwad einfach drüber fahren und dann werden die Bellets hergestellt. Ebenso gibt es neue Pressen, also zwei neue von Krone, die äh, Rundballenpresse und eine Quaderballenpresse. Die Rundballenpresse hat sogar variable Ballengrößen, also wir können kleinere und größere Ballen machen. Äh, wir haben verschiedene Ballenzangen mit am Start wieder, die im 17er schon mit dabei waren, natürlich beim Strohbergungsenden. Und wir haben auch wieder diesen zusätzlichen Aufbau, wo eben drei Ballen nebeneinander schon sauber hingelegt werden am Feld und wir können sie dann eben abholen äh, mit diesen Greifzangen. Ich glaube, hier sind sie irgendwo, jawohl, hier ist beispielsweise eine Greifzange, die man hier am Radlader, Frontlader oder Teleskoplader natürlich anbringen kann und dann kann man mit der kleinen äh, Gabel kann man drei Ballen auf einmal packen und mit der großen sogar fünf. Hier sieht man eben diese Pelletpresse, die wird durch so ein Sieb durchgepresst mit hohem Druck, natürlich wird das Ganze hier zu Pellets verarbeitet, das Stroh bzw. das Heu natürlich. Äh, was haben wir hier noch am Start? Wir haben natürlich wieder verschiedene Paletten bzw. wir können wieder äh, optional das Ganze bei den Pressen so haben, dass wir Melasse äh, automatisch auffüllen lassen oder manuell. Melasse ist eben ein Zusatzstoff, um äh, das Binden der Ballets zu vereinfachen bzw. zu verbessern, damit die Ballets nicht so leicht auseinanderfallen. Das können wir manuell oder automatisch nachfüllen lassen. Ebenso natürlich das Netz bzw. das Garn äh, oder das, das Seil eigentlich, wo die Ballen dann zusammengebunden werden. Also das können wir ebenfalls automatisch oder manuell befüllen lassen. Und man sieht es auch hier schon bei der Rundballenpresse. Hier haben wir einen großen Rundballen, hier einen kleinen. Also das ist wieder variabel. Die können wir wieder variabel einstellen. Ansonsten haben wir hier von den Ingame-Screenshots nicht viel mehr, also hier noch einmal die Rundballenpressen bzw. Quaderballen, hier diese Halle, die schon mit dabei war eben. Wir haben natürlich wieder einen Ballenauflöser mit dabei, aber das schauen wir uns jetzt hier etwas genauer an. Was ist eben inkludiert in diesem Pack bzw. in diesen Addon? Die Bremus 5000, wo wir eben äh, die ballets produzieren können direkt am Feld natürlich äh, können wir das ganze machen, aber mit dem ballenauflöser könnten wir das auch am Hof machen. also die fertigen Quaderballen könnten wir da wieder auflösen und zerhäckseln und das Ganze dann am Hof zu Pellets zu verarbeiten. Die Comprima V 180 XC ist ebenfalls wieder am Start natürlich. Man kann hier Ballen zwischen 110 cm und 180 cm produzieren. Also hat man hier einen großen Spielraum von der Ballengröße natürlich. Dann haben wir die Big Bag natürlich von Krone, wo wir Gras, Heu und Stroh damit pressen können in Quaderballen, die können wir dann eben auflösen am Hof durch diesen Ballenschräder, den schauen wir uns auch gleich an. Dann haben wir diesen Ballenkollektor, der immer drei Ballen zusammen produziert oder besser gesagt zusammenschiebt und dann diese drei entlädt und dann liegen sie sauber nebeneinander, diese drei am Feld, können wir dann gleich mit diesen Greifen natürlich vom Feld abholen. Dann haben wir noch eben diesen Ballenschredder, diesen Auflöser, Ballenauflöser sage ich immer ganz gerne. Den kann man neben der Premos hinstellen auf dieses Förderband und dann wird eben der Ballen aufgelöst. Ich glaube, das ist sogar, jawohl, hier am Foto ist es oben, also dieser Ballenauflöser, da können wir mit dem Kran oder Frontlader den Ballen raufpacken und dann wird er reingezogen und in die Premos natürlich äh, reingeschoben bzw. reingehäckselt und oben fallen dann eben die Pellets raus. Was haben wir hier noch am Start? Natürlich diesen Ballen. Greifer, den man natürlich für drei Ballen haben kann, aber natürlich auch für fünf Ballen, wie man sieht, für Front Teleskop und Radlader ebenso natürlich hier haben wir die Möglichkeit diesen fünf Arm oder diesen 5-Ballengreifer können wir eben nur für den Radlader haben, da natürlich das Ganze sehr, sehr groß ist und ansonsten für den Traktor bzw. Teleskoplader zu schwer wäre. Dann haben wir ebenfalls noch eine vertikale Ballengabel, also eine normalen Ballenzange, wo wir ebenfalls mit diesen Greifern hier den Ballen dann fixieren können für drei Ballen, ebenfalls für Front-, und Teleskoplader. Dann haben wir diese Produktionshalle, die wir natürlich wieder normal platzieren können, die dann als leer platziert werden kann natürlich, aber wir können dann eben auch noch diesen Indoor-Gran mit reinmachen und wir können natürlich diese Abfüllanlage bzw. diese Pelletier Abfüllanlage auch darin platzieren. Das kann man sich dann so einrichten, wie einem das eben gerne haben möchte. Dann zu guter Letzt haben wir natürlich noch einen Verkaufspunkt, wo wir dann die Pellets loswerden können, also die wir hier produziert haben, die wir hier abgepackt haben auf Paletten in so kleinen Säcken werden die abgepackt, die können wir dann hier natürlich verkaufen auch, das ist auch sehr sehr wichtig. Dann haben wir noch diese Melasse Palette, wie ich schon erwähnt habe, Melasse ist eben ein Zusatzstoff, um die Bindung der Pellets besser zu gewähren beziehungsweise dass die Pellets besser zusammenhalten. Für trockene Pellets eben äh, ist das sehr, sehr gut geeignet. Dann haben wir natürlich noch eine Netzpalette, äh, wo wir für Rundballen, also für die Comprima, können wir das Ganze auffüllen. Die Funktion ist eben optional, also das ist überall optional. Das kann man sich automatisch auffüllen lassen oder eben manuell. Dann haben wir ebenfalls noch diese Bindschnur oder so etwas ähnliches eben für die Quaderballen, weil die Quaderballen werden ja nicht mit einem Netz gebunden, sondern mit einer Schnur, bzw. einem God uh Da kann man ebenfalls wieder die Option ist, optional eben, dass man das automatisch oder manuell macht. Also das wäre mal die kurze Übersicht gewesen. Das Ganze wird natürlich am 7. April dann noch genau auf meinem Kanal hier vorgestellt. Ich werde mir das natürlich runterladen. Hätte mir das natürlich auch gekauft, wenn ich es kaufen müsste. Also die 10, 12 Euro, was das Ganze im 17er gekostet hat, wäre mir das auf jeden Fall wert. Da es eine sehr, sehr schöne Erweiterung für den LS19 ist. Da ihr natürlich jetzt kein LS21 rauskommt, ist das auf jeden Fall eine schöne Sache, dass jetzt endlich der Strohbergungserdan mit in den LS19 kommt. Ansonsten war es das mit den kleinen Gaming LS News. Ich hoffe, es hat dir wieder einmal gefallen, dass ich mich einmal so wieder zu euch wende, nicht mit einer Mod- oder Map-Vorstellung, sondern einmal wieder mit Gaming LS News. Ich werde wieder versuchen, das Ganze öfter zu machen, speziell eben, wenn solche Tollen Nachrichten. Gerade jetzt in so schwierigen Zeiten will ich euch natürlich solche tollen Nachrichten nicht vorenthalten. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mein Video positiv bewerten würdest. Und natürlich, wenn du mich noch nicht abonniert hast, auf jeden Fall abonnieren bitte. Also hoffentlich bis demnächst. Ciao.